Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse. Kapitel 163 Vergebene Liebesmüh. In einem fensterlosen, muffigen Büro hockte Sid Duval über der dicken Akte Malfoy. Er hatte eine Unstimmigkeit entdeckt, die ihm den letzten Nerv zu rauben schien. Die Worte von Miss Amabilis, Schwester Marie, klangen ihm in den Ohren, während er in den Unterlagen nach dem Beweis für ihre Aussage suchte, denn sie hatte behauptet. Mr. Malfoy hatte einmal Besuch vom Minister persönlich und von Mr. Shacklebolt erhalten und danach war er so aufgebracht gewesen. Dieser Besuch hatte laut Unterlagen nie stattgefunden und genau das machte Sid den Beistand von Mr. Malfoy unruhig. Wenn eine magische Institution Wert darauf legte, ihre Arbeit akribisch auf Pergament festzuhalten, dann war es das Ministerium. Nervös blätterte er in der Akte umher, doch Minister Weasley hatte Mr. Malfoy nicht ein einziges Mal im Mungus aufgesucht. Jedenfalls gab es darüber keinen Bericht. Eine Stellungnahme zu dem Verhör, denn warum sonst sollten die beiden Herren Gefangenen aufgesucht haben, war jedenfalls nicht für die Nachwelt festgehalten worden. Mit einem Male wurde seine Tür aufgerissen und Sid zuckte erschrocken zusammen. »Wie wär's mit Anklopfen?« fragte er seinen Kollegen missgelaunt. Der grinste nur fies, näherte sich ihm und warf ihm eine dicke Mappe auf den Schreibtisch, ohne auf das Tintenfass zu achten, welches umgestoßen wurde und die Tinte überschwappen ließ, bevor er arrogant erwiderte, »Zwing mich!« Auf die Mappe deutend, fragte Sid den verhassten Kollegen, »Was soll das?« Ihm wurde ein Blick geschenkt, der ihm sagen sollte, dass er für dumm gehalten wurde. »Was soll das schon sein? Das ist Arbeit.« »Ich habe genügend Arbeit!« beschwerte sich Sid, der nicht leiden konnte, auf diese Weise behandelt zu werden. Die Akte auf Sids Schreibtisch bemerkend, riet ihm der Kollege mit selbstgefälligem Grinsen, »An deiner Stelle würde ich mich da nicht so reinknien.« Ebenfalls kurz auf Malfoys Akte blickend, fragte Sid skeptisch, »Ach ja, und warum nicht?« »Es könnte dich den Job kosten.« Der Kollege schien sich darüber auch noch zu freuen. Sid schnaufte wütend. »Das wäre euch allen wohl sehr recht.« »Und wie?« Ohne eine Verabschiedung verließ der Kollege sein Büro. Sid legte eine Hand auf seine Stirn, um sich zu beruhigen, bevor er seinen Zauberstab zur Hand nahm, um den Schreibtisch von der Tinte zu befreien. Auch wenn ihm manchmal der Kontakt zu anderen Menschen fehlte, war er zumindest jetzt sehr froh, dass man ihn aus dem größeren Büro, welches er mit 5 anderen Mitarbeitern geteilt hatte, in dieses kleinere versetzt hatte. Man würde ihn für unkollegial halten, hatte man ihm kurz vorher an den Kopf geworfen. Seine Kollegen hatten ihn loswerden wollen, weil er sie ständig auf Kleinigkeiten aufmerksam gemacht hatte, die sie dann und wann bei ihrer Arbeit vernachlässigten. Die Vergeltung folgte sofort in Form dieses beengenden Büros, doch zumindest hatte er das ganz für sich allein, wenigstens die meiste Zeit über. Den Inhalt der Mappe, die der Kollege gebracht hatte, betrachtete er mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Was habe ich denn mit dem Kobold-Verbindungsbüro zu tun?« murmelte er. »Ich komme mit den Kobolden doch überhaupt nicht gut aus.« Damit hatte sich auch schon eine Antwort gefunden, denn man wusste, dass er mit der oftmals schroffen Art der Kobolde Probleme hatte und das war der Grund, warum man ihm, der momentan Arbeiten aus allen möglichen Bereichen erledigen sollte, diesen Fall überlassen hatte.
Es war vorhersehbar, dass er versagen würde, sollte er sich mit den Mitarbeitern von Gringotts verständigen. Die Koboldakte ließ er in seinem Posteingang verschwinden, um sie später, wenn er nach Malfoys Verhandlung überhaupt noch im Dienste des Ministeriums stehen würde, zu arbeiten. Die Frage, warum Minister Weasley und Mr. Shacklebolt den Gefangenen im Mungus besucht hatten, konnte nur Mr. Malfoy selbst beantworten, und da die Verhandlung in wenigen Tagen beginnen sollte, musste er schnell handeln. Pflichtbewusst meldete er sich bei seinem Vorgesetzten ab, der sich zunächst querstellen wollte, doch als Sid begonnen hatte, verschiedene Auszüge aus Arbeitsanordnungen zu zitieren, die seinen Besuch im Mungus rechtfertigten, winkte der Mann ihn ab, wenn auch sichtlich missgestimmt. Kaum hatte Sid die entsprechende Station des Krankenhauses erreicht, wurde ihm auch schon von dem Wachmann geöffnet. Schwester Marie huschte über den Gang, genauso schnell wie das Lächeln über sein Gesicht. Sie hatte ihn noch nicht bemerkt und richtete gerade einige Dinge auf seinem Rollwagen an, da grüßte er mit sanfter Stimme. Miss Amabilis, einen wunderschönen guten Tag! Schwester Marie hatte sich umgedreht und da sie sich eine Hand an die Brust hielt, fügte er hinzu. Entschuldigen Sie vielmals, wenn ich Sie erschreckt haben sollte. Mr. Duver. Sie hielt ihm die Hand entgegen, die er sofort ergriff. Ihnen auch einen guten Tag. Ich hatte mit niemandem gerechnet. Momentan ist keine Besuchszeit, aber die gilt für Sie ja sowieso nicht. Wäre es möglich, ein Wort mit Mr. Malfoy zu wechseln? Natürlich. Er ist gerade mit dem Mittagessen fertig. Normalerweise liest er jetzt ein wenig, aber ich werde ihn darüber informieren, dass Sie hier sind. Nach einem schüchternen Lächeln ihrerseits ging sie den Gang hinunter und verschwand hinter einer Tür. Sid schlenderte derweil langsam auf das Krankenzimmer zu und kam gerade vor der Tür an, als Schwester Marie wieder hinaustrat und ihm mit einer Geste deutlich machte, dass er eintreten durfte. »Mr. Duval, noch immer erpicht darauf, mich während meiner Verhandlung zu vertreten?« hörte Sid die arrogante Stimme seines Schützlings. »Nein«, war seine knappe, aber ehrliche Antwort, die Lucius verdutzte. »Erpicht bin ich keinenfalls darauf, Mr. Malfoy.« Die Nase rümpfend fragte Lucius von oben herab. »Ja, warum um Himmels Willen belästigen Sie mich dann?« »Ganz einfach, weil ich muss.« Sid reichte seinem Klienten wider Willen die Hand, die offensichtlich nur höflichkeitshalber geschüttelt wurde. Ganz richtig vermutete Lucius mit einem fiesen Grinsen, das sein sonst so hübsches Gesicht auf groteske Art entstellte. »Man will sie doch nicht etwa loswerden, Mr. Duval?« »Ich befürchte genau das«, erwiderte Sid aufrichtig. »Warum arbeiten sie nicht gründlich genug?« Lucius vermutete, dass man ihm einen Beistand gewährte, von dem man wusste, dass er stümperhafte Leistungen vollbringen würde. »In diesem Punkt legen Sie falsch, Mr. Malfoy. Ich arbeite sogar sehr gründlich. Zu gründlich, um genau zu sein. Und das ist auch der Grund, warum ich Sie aufsuche, Mr. Malfoy. Wenn Sie so gütig wären, Platz zu nehmen.« Sid deutete mit einer Hand auf den kleinen Tisch mit den zwei Stühlen. Gelangweilt stimmte Lucius zu. »Meinetwegen. Weswegen sind Sie hier?« Nachdem auch Sid sich gesetzt hatte, erklärte dieser. »Es gibt da eine Abweichung bezüglich Ihrer Akte und der Aussage einer Dame, die ich vernommen habe.« »Welche Dame?« »Die Krankenschwester, die sich um Sie kümmert«, erwiderte Sid. Sofort fiel Lucius der Tag ein, an dem Schwester Marie ihn darüber informiert hatte, dass sein Beistand, jener Mr. Duval, der ihm gerade gegenüber saß, das Gespräch mit ihr gesucht hatte. »Klären Sie mich auf, Mr. Duval.« »Nun, Schwester Marie hatte einmal erwähnt, dass Minister Weasley und Mr. Shacklebolt Sie hier aufgesucht hatten. Sie sagte, nach dem Besuch wären Sie sehr verärgert gewesen.« Am Ende des Satzes hatte er die Stimme leicht angehoben,
um Maries Aussage nun als Frage zu stellen. Ja, da behält die Gute recht. Es war ein... Lucius suchte nach einem passenden Wort, um nicht krude zu klingen. Überaus unangenehmes Erlebnis. Inwiefern unangenehm? Wollte Sid wissen. Zunächst einmal hatte man keine Rücksicht darauf genommen, dass ich gerade erst von meiner Behandlung zurückgekommen war, die immer äußerst schmerzhaft waren. Ich war benommen, konnte noch immer nichts sehen und wurde in diesem Zustand verhört. Der Tonfall war Sid nicht entgangen. Warum lassen Sie das so klingen, als hätte es sich nicht um ein Verhör gehandelt? Anstatt zu antworten, fragte Lucius selbstgefällig. Klären Sie mich lieber darüber auf, welche Abweichungen Sie gefunden haben wollen. Der Besuch der beiden Männer ist nicht in Ihrer Akte vermerkt worden. Das ist die Unstimmigkeit, über die ich gestolpert bin. Ah, machte Lucius erleuchtet. Das ist kein Wunder, wenn Sie mich fragen. Das bestätigt mir nur meinen Verdacht. Welchen Verdacht, Mr. Malfoy? Dass mir einer der beiden Veritaserum ins Glas getan hat, was ich natürlich nicht sehen konnte. Sid hob beide Augenbrauen und forderte Lucius dazu auf. Schildern Sie mir doch bitte, was Sie über diesen Tag noch wissen. Es war eines Abends gewesen, direkt nach meiner Behandlung. Ich war schon so weit, mich zur Nachtruhe zu begeben. Da führte Schwester Marie die beiden Herren in mein Zimmer. Sie bestanden auf eine Unterredung. Ich war so schwach. Lucius stellte sich selbst gerne als Opfer dar. Dass Schwester Marie mir an den Tisch helfen musste. Nachdem sie das Zimmer verlassen hatte, wollte ich einen Schluck Wasser nehmen. Sie müssen wissen, Mr. Duval, dass Schwester Marie mir das Glas immer auf dieselbe Stelle auf den Tisch stellte. Und so war es auch dieses Mal gewesen. Das hatte ich hören können. Das Glas war jedoch nicht da, als ich danach greifen wollte. Ich musste erst um einen Schluck Wasser bitten und einer der beiden Herren reichte es mir. Für Sid war es eindeutig, dass man seinen Gegenüber damals etwas ins Getränk getan haben musste, denn es gab keinen anderen Grund, mit dem Glas eines Patienten zu hantieren. Was ist geschehen, nachdem Sie getrunken hatten? Nun, es war Mr. Shacklebolt gewesen, der mich darüber unterrichtet hatte, dass ich nach nur zwei Fragen, die ich beantworten sollte, auch schon wieder in Ruhe gelassen werden würde. Lucius legte den Kopf schräg. Es ist sehr eindeutig, finden Sie nicht? Ja, das finde ich durchaus. Würden Sie mir sagen, welche Fragen man Ihnen gestellt hatte? Das waren die zwei Fragen über eine Muggelbande, deren man nicht Herr werden konnte. Offenbar wollte man die Informationen, die ich gegen einen geringeren Hafterlass durchaus bereit war zu geben, lieber auf unkomplizierte Weise erlangen. Sid hatte ganz genau zugehört, bevor er bestätigt haben wollte. Sie verhandeln mit dem Ministerium? Nach diesem Vorfall nicht mehr. Es liegt doch auf der Hand, dass man mir nicht mehr die Möglichkeit einräumen wollte, auf übliche Art meine Verurteilung zu mildern. Sie wissen ja sicherlich, Mr. Duval, dass es gang und gäbe des Ministeriums ist, mit Haftinsassen zu handeln, sollte man an nützliche Informationen kommen. Es gab in der Vergangenheit nicht wenige Gefangene, die Azkaban auf diese Weise entkommen konnten. Sofort musste Sid an seinen damaligen Schuldirektor Igor Kakarov denken. Ich konnte bisher wenigstens auf 7 Jahre herunterhandeln.
Doch ich denke, die meisten möchten mich wohl bevorzugt lebenslänglich hinter Gittern sehen. Deswegen hat man sich nicht mehr bemüht, mit mir zu verhandeln. Was ist danach geschehen? Ich habe beide damit konfrontiert, habe ihnen an den Kopf geworfen, dass sie mir Veritaserum gegeben haben, doch sie hatten sich nicht dazu geäußert. Misstrauisch kniff Lucius die Augenlider zusammen, bevor er wissen wollte: Was genau haben Sie vor, Mr. Duval? Ich denke, dass ich Ihnen mit dieser Information wenigstens 2 Jahre Hafterlast zugutekommen lassen kann. Bedrohlich leise, sagte Lucius. Das, Mr. Duval, ist sehr dünnes Eis, auf dem Sie sich bewegen. Sollten Sie in dieser Richtung irgendetwas unternehmen? Ich denke... Nein, das tun Sie offensichtlich nicht. Ich möchte nicht, dass Sie mir dazwischen funken. Natürlich erwähnt er nichts Genaueres. Ich verstehe nicht, Mr. Malfoy. Es ist doch eindeutig. Lucius zischte durch die zusammengebissenen Zähne, als er verlangte. Halten Sie sich da raus. Ich habe keine Beweise, dass man mir Veritaserum gegeben hat. Selbst wenn einiges dafür spricht. Doch nur aufgrund von scheinbar haltlosen Beschuldigungen eines Gefangenen wird man den Minister nicht belangen. Was meinen Sie, warum ich nicht längst eine Beschwerde eingereicht habe? In den Augen des Gamuts lässt meine Glaubwürdigkeit leider zu wünschen übrig und meine Erinnerung an diesen Moment taugt nichts, denn sie ist schwarz. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich noch gar nichts sehen. Einen Moment lang überlegte Sid, was er tun könnte. Die Erinnerungen seines Klienten waren wertlos und würden vom Gamut nicht als Beweis anerkannt werden. Zudem war es fraglich, ob man den Vorwurf eines Häftlings gegen den Minister ernst nehmen und ihm nachgehen würde. Haben Sie noch eine andere Erinnerung an diesen Vorfall, die vielleicht wichtig sein könnte? Zunächst schüttelte Lucius den Kopf, doch dann fiel ihm noch eine einzige Sache ein. Da war das Geräusch einer Feder. Man hat Ihre Aussage mitgeschrieben? Fragte Sid erstaunt nach. Was habe ich denn eben gesagt? Sein Beistand schien Lucius nicht für sehr helle zu halten. Ich werde versuchen. Sie werden das schön sein lassen, Mr. Duval. Ich warne Sie. Durchkreuzen Sie mir ja nicht meine Pläne. Welche Pläne? Fragte Sid irritiert nach. Ich glaube, Sie haben mich lange genug behelligt. Lucius stand bereits auf, um seinen Gast zur Tür zu begleiten. Aber... Kein Aber. Sollten Sie als mein Beistand nicht das tun, was ich sage? Nein, Mr. Malfoy. Ich soll in Ihrem Sinne handeln und das werde ich auch. Konterte Sid mutig. Sie werden nichts tun. Haben Sie verstanden? Sid näherte sich der Tür, an der Blonde bereits wartete, bevor er ihm in die Augen blickte und ihm mit Entschlossenheit ins Gesicht sagte. Ich werde die Mindeststrafe für Sie herausschlagen, und zwar auf meine Art. Sein Gegenüber, mit dieser Aussage imitierend, grinste Sid ihn überheblich an, um deutlich zu machen, dass er sich von seinem Klienten nicht einschüchtern ließ. Guten Tag noch, Mr. Malfoy. Nachdem sein Gast gegangen war, tigerte Lucius nervös in seinem Krankenzimmer auf und ab. Wenn sein Beistand es wagen sollte, den Minister öffentlich zu beschuldigen, dann könnte er demnächst in Azkaban mit Mr. Duval als Zellengenossen rechnen, dachte er aufgewühlt. Zurück im Ministerium kam Mr. Duval auf seinem Weg ins Büro an einem jungen, rothaarigen Mann vorbei,
der gerade am Informationsschalter stand und dort mit der älteren Dame sprach, doch er beachtete ihn nicht und setzte seinen Weg fort. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.